Moin aus Hamburg, ihr Lieben. Willkommen bei unserem Video zum Thema DeZero Goes Miniatur Wunderland. Ich bin heute hier, weil die Jungs von Miniatur Wunderland total Bock haben, unseren DeZero HC mal auf ihre Anlage zu testen. Also bringe ich denen das erste Engineering Sample, soll heißen, den ersten fahrbereiten Prototypen in der AC-Version. Und die gucken sich an, ob unser Modell was drauf hat, ob das Testmuster schon genug drauf hat, ob wir in die Produktion einsteigen können, ob wir noch irgendwas verbessern können und ganz allgemein, ob das Ganze natürlich richtig stylisch auf der Anlage hier aussieht. Begleitet mich, ich hoffe, ihr habt viel Spaß. Danke und bis dann. Jedes Modell, das im Hamburger Miniaturwunderland zum Einsatz kommen soll, landet zunächst in der Lokwerkstatt. Hier wird geprüft, ob das Modell voll funktionsfähig ist und ob es den Anforderungen im harten Einsatz auf der Anlage, wo teilweise von 7 Uhr morgens bis nach 24 Uhr Betrieb herrscht, auch gewachsen ist. Auf der Testanlage, die sich in der Lokwerkstatt befindet, muss das Modell durch eine Reihe von extremen Konstruktionen fahren. Eine Steigung von fast 7%, eine am Ende des Gleisbogens oder Ende der Abfahrt verlegte Doppelkreuzungsweiche, Weichenkombinationen und ähnliche Dinge gilt es zu durchfahren. So ist sichergestellt, dass das Modell auf der großen Hauptanlage jeder Situation gewachsen ist. Andreas ist gerade dabei, die Programmierung von dem Zug herauszufinden und so zu optimieren, dass wir den Zug ohne Probleme bei uns auf der Anlage testfahren können. In der Hoffnung, dass es natürlich möglichst lange auch gleich von Anfang an mitmacht. Okay, Georg, was machen wir jetzt hier gerade? Jetzt stehen wir hier gerade außerhalb vom Leitstand an der Teststrecke, beziehungsweise der Einmessstrecke, und an dieser Strecke werden halt die Parameter des Zuges eingemessen, um dem Zug das bestmögliche die Fahreigenschaften bestmöglich für die Anlage vorzubereiten. Und wie es scheint, ist er jetzt mit der Geschwindigkeitsprobe fertig für die einzelnen Fahrstufen. Weiß jetzt, wie schnell er mit welcher Fahrstufe fahren würde. Und jetzt geht es daran zu wissen, wie weit er aus welcher Fahrstufe an Bremsweg braucht. Und das macht er mit jedem Zug? Das machen wir mit jedem einzelnen Zug. Das liegt, wissen wir den Bremsweg von dem Zug. Und da ist es jetzt egal, dass er nur zweiteilig gerade ist oder vierteilig, okay? Es geht ja quasi erstmal nur darum, was die Lok damit macht, also wie die Lok für sich ausfahren würde. Nicht darum, wie sich der Zug im Gesamten verhält. So, der Georg steht jetzt hier und nimmt gerade mal die Messwerte von unserem DeZero auf. Das ist wichtig, weil es hier auf der Anlage ja sowas wie Bremsstrecken und solche Sachen gibt. Und Sie müssen jetzt natürlich wissen und den so programmieren, dass er zum Streckenprofil passt und dass er in den Halteabschnitten natürlich auch passend zum Stehen kommt. Das wird bei jedem Modell, was hier zum Ersteinsatz kommt, gemacht, egal ob es ein Prototyp oder eine Großserie ist.
Maßband zerlegt, wissen wir den günstigsten Umzug. Und da ist es jetzt egal, dass er nur zweiteilig gerade ist oder vierteilig, okay? Es geht ja quasi erstmal nur darum, was die Lok damit macht, also wie die Lok für sich ausfahren würde. Nicht darum, wie sich der Zug im Gesamten verhält. Die Anlage wird jetzt gerade synchronisiert, nachdem sie sich den neuen Datensatz gezogen hat, den wir für den D0 angelegt haben. Das heißt, es werden einmal jetzt alle Weichenpositionen und Schalterpositionen geprüft und gegebenenfalls dann halt angepasst, sodass die Anlage immer richtig schaltet. Und dann kann es auch gleich losgehen und der Zug auf seine Probefahrt gehen. Nachdem das Modell getestet und eingemessen wurde, kann es jetzt endlich auf die große Hauptanlage gehen. Hierzu muss man im älteren Teil der Anlage sich noch unter die Anlage begeben und das Modell auf einem dafür vorgesehenen Gleis aufsetzen. Von da aus kann der Zug dann über die Leitzentrale in seinen Bereich gesteuert werden und seinen Einsatz beginnen. Okay, Georg, wir sind hier in den Katakomben und im Keller. Ja, wir sind unter der Anlage und das hier ist das Auffahrtgleis bzw. das Aufstellgleis für neue Züge. Der D0 steht jetzt hier soweit fahrbereit und müsste dann jetzt nur noch den Fahrbefehl bekommen und wird sich dann auf den Weg machen. Wie viel Unheil können wir anrichten? Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass der Zug abbrennt, aber da bin ich relativ zuversichtlich, dass das nicht passieren wird. Das habt ihr jetzt nicht gehört in diesem Video. Okay, Georg, soweit, so gut? Ich bin beeindruckt. Beeindruckt klingt aus deinen Worten richtig gut, ja. Ja, also er fährt 1A. Also wirklich deutlich besser, als ich erwartet habe. Er klingt wirklich sehr ja, gut. Man hört ihn hier sogar, ne? Ich hoffe, ja. Man hört uns auch. Also er geht nicht komplett unter, ist jetzt allerdings noch nicht zu penetrant. Licht und so weiter sind sehr gut dargestellt. Jetzt weiß er auch warten, was hier gibt. Dauertest eine Woche lang jetzt. Erstmal bis zur nächsten Intermodellrunde. So, wir haben uns jetzt mal für ein Gespräch in Georgs Büro verzogen, weil oben tobt natürlich das Chaos, sind immer noch Ferien in Hessen und in Schleswig-Holstein.
jede Menge Leute aus den Niederlanden waren da, habe ich so gehört. So, Georg, ihr wart ja ganz schön heiß auf den Desiro HC von uns irgendwie. Ja. Warum? Der Desiro ist insofern für uns interessant, weil es halt eben ein moderner Triebzug ist, den es halt noch nicht so wirklich zu kaufen gab. Eigenkonstruktion wäre möglich gewesen, allerdings halt mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden. Und entsprechend sind wir sehr dankbar, dass sich jemand den Job angenommen hat und uns dann auch so tatkräftig mit unterstützt. Eigenkonstruktion ist ein gutes Stichwort. Das hat dir gerade dein Kollege reingebracht. Ihr habt gesehen, wenn ihr Sachen gar nicht bekommt, ne, spiel nicht immer so ein kleines bisschen da, dann baut ihr auch selber aus dem 3D-Drucker. Ne? Genau. Jetzt in dem Fall solche Wagen. Die sind Schrittgutwagen für unseren nächsten Bauabschnitt Atacama-Wüste. Die gibt es so nicht zu kaufen, weil niemand ist auf die Idee gekommen, bisher ein Atacama-Wüste-Modell nachzustellen. Folglich ist der Job an uns hängen geblieben, die Wagen zu konstruieren. Und jetzt haben wir die ersten Testdrucke erhalten, nachdem sie hier im Haus gezeichnet wurden. Und jetzt geht es daran, das lustige Testen und wie sich das dann halt eben im Dauerbetrieb so schlägt. Hast du mal Wünsche? Also sowas ist natürlich sehr exotisch für uns auch zu bauen, ne? Weil brasilianische Wüste oder südamerikanische Wüstenlandschaft ist jetzt nicht so ein Modellbahn-Thema, aber so aus dem Bereich Deutschland oder Europa, gibt es da so Lücken, wo du sagen würdest, die sind unbedingt zu füllen? Ja, gibt es auf jeden Fall. Jetzt gerade da in der Scheibe stehen zwei ICET, die wir gerne bei uns einsetzen wollen würden, allerdings aus fehlenden Ersatzteilgründen nicht machen können. Zudem ist sehr wenig Variation darin, als dass halt wenige Hersteller momentan sich daran setzen würden, um den Zug zu machen, weil es ist halt ein vorgegebener Zug, wie er zu fahren hat, und da kann man halt wenig dran verändern. Ansonsten hauptsächlich sind es Züge, die zwar schon angeboten werden, aber oftmals halt ohne Ersatzteilversorgung oder wir keinen Ersatzteil dafür erhalten können, was uns dann halt eben an den Punkt bringt, wo wir sagen müssen, dann können wir den Zug dann einfach nicht einsetzen. Also das erklärt, warum manche Züge einfach bei euch gar nicht fahren, weil es keine Teile mehr gibt oder überhaupt keine Teile gibt oder das Modell auch einfach nicht fahren kann, ja, aufgrund von Streckenlayouts oder technischen Gegebenheiten. Wenn du dir so überlegst, was denn so fehlt, denkst du, dass die Leute eher nach modernen Eisenbahnen suchen oder nach alten Eisenbahnen heute? Ich glaube tatsächlich, dass momentan ja die Nachfrage nach was Modernen da wäre, weil der Markt ist mit alten Sachen ganz gut gefüllt. Also Dampflokomotiven können wir uns, glaube ich, alle lang mit zuschmeißen. Moderne Dieselloks sind auch ganz gut abgedeckt, Elektroloks auch, aber halt Triebzüge, wie sie halt momentan immer wieder mehr werden und immer wieder aus dem Boden sprießen, wären sehr, sehr praktisch, wenn man davon mehr Modelle bekäme und halt auch so ein paar Nischen, die halt allerdings dann auch wegen vielen Stückzahlen gegebenenfalls schwierig zu produzieren werden. Ich habe jetzt unten gesehen, als wir schon gefilmt haben, wir haben ja vorhin den Desiro schon im Einsatz gefilmt und so unterwegs habe ich unsere Kühlwagen getroffen, unsere Fairboat-Wagen gesehen. Irgendwo fahren, glaube ich, auch noch die Knickkesselwagen rum, die haben wir noch nicht gefunden, gehe ich gleich nochmal gucken. Wie benehmen sich denn unsere Modelle bei euch? Ich kann jetzt bisher nichts Negatives zu den ganzen Produkten sagen. Was das beste Kompliment ist bei euch? Das beste Kompliment ist bei uns, was wir machen können, ja. Weil es gibt nun mal halt eben keine großartigen Verschleißerscheinungen, keine Abbrüche oder sonst was, die ich mitbekommen hätte. Herr Georg hat mich jetzt hier mal ins, wie heißt das, Fahrzeuglager, Fahrzeugarchiv geführt. Lokdepot. Mit allem, was hier so den Einsatz mehr oder weniger überlebt hat. Ich bin auf der Suche nach was Plakativen, aber ansonsten haben wir hier so die Auswirkungen von mehrere Jahre Betrieb, ziemlicher Unterbiss oder Überbiss? In dem Fall Überbiss. Für eine fehlende Frontscheibe und die Beschichtung von sämtlichen Achsen ist halt komplett wegradiert. Zu fassen, ja. Also man merkt schon, dass der Betrieb bei euch ein bisschen was anders ist als die auf jeden Fall heimische Anlage. Das passiert halt mit bis zu 18 Stunden am Tag. Okay, also 18 Stunden Einsatz am Tag, das heißt, was andere Leute vielleicht in einem Monat machen, das macht ihr am Tag. Ja. Das lässt sich definitiv so sagen. Das erklärt, warum ein Zug, den er im Test hier überlebt, dann wahrscheinlich auch im restlichen Leben überlebt, oder? Das ist schon mal ein gutes Zeichen dafür, auf jeden Fall. Könnte jeder Zug überall hinfahren? Vom
Prinzipiell könnte er es, ja. Alle Abschnitte sind so miteinander verbunden, dass man theoretisch von einem in den nächsten Abschnitt reinfahren kann. Mit Ausnahme jetzt aktuell von Patagonien und der zukünftigen Atacama, Wüste und Regenwald. Also wir könnten jetzt per Knopfdruck den Desiro nach Norwegen schicken? Per se, ja. Es geht dann an euch noch, dann irgendwie ein System zu entwickeln, dass der Zug, ohne ihn dabei von der Anlage runterzunehmen, von 3 Leiter auf 2 Leiter umspringt. Aber sonst ja. Sonst wäre es möglich. Okay, ich habe mich gerade geoutet, hier wieder nicht aufgepasst zu haben, als er mir das Streckenlayout erklärt hat. Okay, aber ihr baut ja alles irgendwann auf 2 Leiter um, oder? Oder nicht alles? Noch nicht alles. Okay. Also Nebenbahnen werden tendenziell eher noch 3 Leiter bleiben. Jetzt aktuell, es wird ja die Bahn 0 umgebaut. Irgendwann werden sicherlich auch noch andere Bahnen folgen, aber das ist erstmal Zukunftsmusik. Was kommt als nächstes? Darfst du das verraten? Also du hast gesagt Atacama-Wüste? Genau, Atacama-Wüste und der Regenwald werden jetzt als nächstes gebaut. Danach geht es einmal über Bolivien, Peru, Kolumbien bis in die Karibik. Dann ist ungefähr so das neue Gebäude im unteren, also im dritten Obergeschoss voll. Und dann überlegen wir uns mal, was wir oben hinbauen. Da werden so Afrika, Südamerika vielleicht nochmal, aber tendenziell eher der asiatische Raum möglich. Okay, das wäre natürlich interessant, gerade für mich. Ich bin ja so alter Japan-Bahner irgendwie noch so ein bisschen. Das wäre natürlich der Hammer, wenn man da irgendwann mal Tokio in Hochgeschwindigkeitsstrecke sehen würde mit richtig Vollgas. Das wäre schön, ja. Modelle gibt es ja. Ja, eigentlich gibt es die Modelle mehr in N. Ne? Ihr müsstet irgendwann die Perspektive wechseln für Japan. Ich glaube, der 3D-Drucker wird zu dem Zeitpunkt glühen. Jetzt bin ich schon zum dritten oder vierten Mal hier bei dir. Ne? Also wir arbeiten jetzt auch schon eine ganze Zeit zusammen. Bin ich aber gespannt. Ich habe schon gesehen, das Lustige ist, eins unserer nächsten angedachten Projekte habt ihr als Prototyp da oben rumfahren. Wir verraten jetzt nicht ganz genau, was ist, weil alle sowieso wieder gleich nach dem gleichen Zug fragen. Man kann die tatsächlich hier schon sehen. Weil die Firma Siemens hat euch mal anscheinend ein 3D-Druckmuster auch gegeben, ne, für so ein Standmodell. Und daraus habt ihr ein fahrendes Modell gemacht. Jetzt haben alle natürlich sofort eine Ahnung, über was ich hier rede. Lassen wir uns mal überraschen. Aber wäre dann auch was für eure Anlage? Ja, doch, definitiv. Fällt halt wieder in die modernen Triebzüge, die wir sehr gut gebrauchen können. Ja, ist doch ein Wort. Dann danke ich dir, dass ich hier sein durfte. Ich hoffe, unser Zug benimmt sich gut. Wir werden berichten. Wir werden berichten, so oder so. Abgesehen von unserem Desiro gibt es natürlich noch jede Menge andere Highlights hier im Miniaturwunderland. Deswegen habe ich euch auch noch einige Impressionen hier eingefangen. So, das war unser Bericht vom Desiro im Miniatur Wunderland. Unser Zug fährt und fährt und fährt und der Georg sagt mir schon, das ist ein gutes Zeichen, dass er jetzt schon so lange durchgehalten hat, ohne irgendein Problem. Nicht vergessen, das, was ihr da in den Videos seht, ist der allererste Prototyp. Da werden auch Details geändert, ein bisschen an der Chassisfarbe, der Führerstand ist noch nicht farbig und so weiter und so fort. Aber einen guten Eindruck macht das Ganze schon mal und es geht im Prinzip erstmal darum, die Technik zu testen. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns, wenn ihr dieses Video relativ zeitnah seht, nächste Woche auf der Intermodellbau. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Live-Shopping im Laden. Und wir halten euch in Sachen Desiro natürlich auf dem Laufenden. Seid gespannt. Bis bald.